So, habe ich gerade im letzten Teilvideo noch gesagt, es ist schönes Wetter. Ja, über Nacht fing es wieder an zu schneien und das war es dann schon wieder. Heute ist schon wieder alles grau und grau. Aber es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wenn ich Richtung Norden abdrehe, dann soll es wohl besser werden. Aber wir haben nur minus 2 Grad. Zu Hause hatten wir minus 22. Dann nehme ich doch lieber die minus 2. Muss ich den Motor nicht durchlaufen lassen. Ich habe gerade, blende mal ein kleines Foto ein. Ein Screenshot von meiner Kamera. Ich habe jemanden entdeckt. Ich weiß nicht, ob das ist. Er hat sich noch nicht gemeldet. Muss ich erstmal eruieren, ob er das ist. Aber selbst wenn er das nicht ist, möchte ich gerne jemanden empfehlen. Einen YouTube-Trucker. Ein Trucker, der auf YouTube ist. Der keine Show macht. Der kein Bummgelaber macht. Und der einfach wirklich, wirklich gute Videos von seiner Arbeit macht. Ich bin so schwer begeistert momentan. Ich blende mal den Kanaltitel ein, weil ich weiß den gerade nicht so aus dem Kopf. Irgendwie Dirty Banana? Nee, Lucky Banana, glaube ich, oder? Lucky Banana oder so. Auf jeden Fall heißt er Douglas oder Duck. Ist ein Franco-Kanadier, also aus dem französischsprachigen Teil. Mann, und immer wenn ich jemanden überholen will, werden die schneller. Ja, selbst wenn es bergunter geht. Das muss doch nicht sein, sowas. Doch mal überholen. Ja, wie gesagt, Douglas aus, keine Ahnung, Quebec, wie es so schön heißt, Quebec, fährt für eine Firma, deren Namen ich auch gerade nicht weiß. Huch, wo kam der denn her? Ich habe gerade gefrühstückt, da ist noch etwas hängen geblieben. Entschuldigung. Ja, und dieser Kanal ist wirklich, wirklich sehenswert. Die fahren super Size Loads, Super Loads, Heavy Loads, lange Ladungen, was auch immer. Das ist so einer, der hier mit 150 Fuß und 13 Achsen und 6 Pilot Cars und 5-mal Polizei und was weiß ich. Also das muss man gesehen haben. Der hat so geile Videos da drin. Teilweise eine Stunde lang mit 4 bis 5 Kameras gleichzeitig aufgenommen. Keine Ahnung, wie der das macht, aber absoluten Respekt davor. Teilweise auch auf den Pilot Cars, die hinter ihm fahren, noch Kameras drauf. Ich glaube sogar eine 360-Grad-Kamera, dass er da dann immer zeigen kann, wie das von hinten aussieht, wenn er irgendwie eine enge Kreuzung überquert oder abbiegen muss oder so. Also da sind Dinger bei absoluter Wahnsinn. 4-Achs-Trailer mit Booster noch hinten dran, alles lenkbar, alles über Fernsteuerung lenkbar vom Pilot Car oder von ihm selber aus. Und also, ja, ich kann gar nicht genug schwärmen davon. Guckt euch bitte diesen Kanal an. Wer auch nur ein bisschen Bock auf Trucking hat in den USA oder in Kanada und wer auch nur ein bisschen Bock auf Heavy Haul hat, der muss diesen Kanal abonnieren. Absolute Pflicht. Der ist jetzt irgendwo bei 15.000, glaube ich. Der braucht, also keine Ahnung. Wenn der nicht bald 100.000 hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Der macht ja nur alles auf Englisch. Da ist der Markt halt noch ein bisschen größer als bei mir. Aber ey, bitte, bitte abonniert diesen Kanal. Hat er absolut verdient. Alleine von der Arbeit, die er macht als Trucker und natürlich auch die Arbeit, die er dann als YouTuber beim Schneiden macht und so. Sehr sympathischer Mensch. Wahnsinnskanal. So, genug geschwärmt. Bin ja echt gespannt, ob er das war. Aber ich befürchte nicht. Na, mal schauen, vielleicht war das ja. So, ich fahre hier weiter in meinem Dreckswetter. Und freue mich auf zu Hause. Morgen gegen 10 bin ich auf dem Yard. Morgen ist Samstag, heute ist Freitag, der 16. Februar. Samstag zu Hause, Sonntag zu Hause, Montag zu Hause. Montag ist Feiertag und dann Dienstag wieder raus. Reifen ausliefern. Jawohl.
konnte jetzt in der Zeitrafferaufnahme gut erkennen, wie ich mich jetzt innerhalb von, weiß nicht, eine Stunde oder anderthalb Stunden aus dem Dreckswetter rausgequält habe in richtig schönen Sonnenschein. Trockene Straßen, kein Schnee. Ach, das ist so schön. Ich habe meine Glücksvitamine aufgeladen. Ich fahre nach Hause. Scheint die Sonne auf den Bauch, nicht aus dem sonst wo, sondern auf den Bauch. Ja, abgesehen davon, dass es ein bisschen windig ist, also aus dem Norden, und ich fahre ja Richtung Norden, also fett Gegenwind. Aber irgendwas ist ja immer. Aber mir geht es gerade richtig gut. Ich habe gerade richtig Bock irgendwie. Ich werde heute auf jeden Fall so weit fahren, wie ich komme, bis Fargo oder vielleicht sogar bis Grand Forks, mal gucken, und dann morgen früh den Rest. Mich um 10 auf dem Yard und dann mich ab nach Hause. 2,5 Tage zu Hause. Ach, das ist schön. Das ist doch echt immer der schönste Teil dieses Jobs. Ja. Wir kommen hier gerade nach Waterloo, Iowa. Iowa. Wasserklo. Hier ist auch schon kaum noch Eis auf dem See. Ganz bisschen am Rand. Das haben wir auch schon anders erlebt. Ja, es ist so schön. Uch, kommt das denn her? Meine Güte. Jetzt fährt wieder einer super langsam und ich muss da vorne abbiegen. Na toll. Warum fährt man hier mit 90, wenn man hier 105 fahren dürfte? Was soll denn das? Ist Benzin teurer geworden oder was? Ach Leute. So, ich habe gerade noch mal mit dem Douglas geschrieben. Er war das nicht. Und es war nicht mal seine Firma. Ich habe mal wieder. Naja. Von daher habe ich das Bild jetzt also auch nicht gezeigt, sondern vielleicht seinen Instagram-Account oder seinen YouTube-Kanal oder was auch immer. Das Bild, was ich eigentlich zeigen wollte, das ist eine andere Firma. Naja, egal. Sehen sich auch heute mal alle ähnlich, obwohl Douglas ja eigentlich für eine Firma fährt, die immer orangefarbene Trucks, orangefarbene Trailer hat. Aber ich hätte schwören können, der war auch orange, aber jetzt auf dem Foto sah er halt vielleicht doch mehr rot aus. Naja. Egal, trotzdem, die Empfehlung bleibt bestehen, das ist ein netter Mensch. Der hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, jawohl. So, welcome to Waterloo. Jedes Mal, wenn ich hier reinfahre, höre ich aber, ist das nicht grausam? Also in meinem Kopf. In meinem Kopf fängt aber ein Konzert an. Naja, so, ist das nicht ein schönes Wetter? Oh, ich liebe es. Ich bin so sonnenabhängig, aber schon mein ganzes Leben lang irgendwie. Ich weiß noch früher zu meinen besten Motorradzeiten, ich war zu nichts zu gebrauchen, wenn es scheiß Wetter war und ich nicht Motorrad fahren konnte. Oder allgemein überhaupt so. Regen, grau in grau. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich unbedingt aus Deutschland raus wollte. Weil das ist ja doch schon eher so ein typisch deutsches Wetter. Und ja, Sonne, blauer Himmel machen mich immer glücklich. Ja, ist klar, wenn ich Platz mache, dann können sie Gas geben. Aber wenn ich nicht Platz mache, dann fahren sie die ganze Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit neben einem und wissen nicht so richtig, ob sie reinfahren oder nicht. Und dann muss man noch bremsen. Und, aber wenn man macht Platz, dann ziehen sie los. Ah, dann bleibe ich halt in der Mittelspur. Hab da jetzt davon. Normalerweise fahre ich hier eigentlich immer in der rechten Spur. Jetzt bleibe ich heute in der Mitte. Ich dachte, ich schaff's bis zur Grünphase ohne anhalten, aber nein. Ja. Ich lasse einfach mal laufen. Wasserklo, Iowa.
frisch geputzte Scheibe. Ein schöner Steinschlag in der Mitte. Den kann ich erst wegmachen, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Bei Minusgraden muss ich da nicht anfangen, da härtet das nicht so richtig gut aus. Das Silikon oder was man da reinmacht, muss man schon ein bisschen wärmer haben. Oder ich habe mal ein paar Stunden bei uns in der Halle oder so, aber momentan ist das wohl eher nicht möglich. Von daher bleibt der Steinschlag, wo er ist. Und ihr könnt damit eure Zeit verbringen, euren Monitor zu putzen und euch zu wundern, warum das nicht weggeht. Oh, na toll. So wie ist mein Klingelton. Yes, sir. Alter Schwede, öfter mal was Neues. Ich habe gerade Reifen abgeladen hier bei unserem John Deere Dealer, wo auch die Firma ist. Die Firma ist ein paar hundert Meter weiter. Und als ich hierher gekommen bin, normalerweise ruft man dann immer im Office an und sagt, ey, ich bin da, kommt mal einer zum Abladen, habe ich gemerkt, mein Telefon ist gar nicht da, es ist noch im Auto. Hab mein Telefon vergessen. Das wäre in 20 Jahren noch nicht passiert. Von der Dodge Ram Gang. Dodge Ram Gang. Whoa, whoa. Need some tires?
more like a ghost in between a place and a feeling. The sun kissed your face. The cheek until the clouds filled our sky. Am I the reason why you're always so quiet? You're always so quiet. Yeah. Tell me, won't you tell me?